Ihr habt einen Termin oder ein Seminar in einem der Gebäude auf dem Hochschulcampus und findet euch hier plötzlich vor verschlossener Türe wieder. Oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Keine Sorge, ihr habt nichts falsch gemacht. Zum neuen Hygienekonzept der Hochschule gehört es, dass die Person, die mit euch den Termin vereinbart hat, euch hier draußen abholt, mit reinnimmt und dann wird drinnen festgehalten, wann ihr kommt und vor allem auch wann ihr wieder geht, damit im Falle einer Infektion sämtliche Infektionsketten festgehalten und rückverfolgt werden können. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt, gilt immer noch, Maske nicht vergessen. Und so kann man in die Gebäude gehen. Wie ihr euch dann in den Gebäuden zu verhalten habt, dazu haben wir schon mal ein Video gedreht. Damals galten allerdings noch nicht dieselben Regeln mit den Masken wie heute, deswegen habe ich in dem Video noch keine Maske auf. Wenn es euch trotzdem interessiert, was wir da gemacht haben und wie ihr euch zu verhalten habt, dann klickt ihr einfach hier.